So, hallo, wir machen weiter bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Alle Infos zum Let's Play stehen in der Beschreibung. Es ist blind. Es ist ungeschnitten. Und ja. Wir sind gerade bei den Orni unterwegs. Und versuchen da die Quest so Stück für Stück zu machen, um die es hier halt geht. Dazu müssen wir Tulip finden, der sich hier. Ah, ich verstehe. Ich soll jetzt hier so einen Luftstoß machen. Ja, okay. Ich muss jetzt hier Feuer machen. Nee, muss ich nicht. Kein Scheißdreck muss ich hier Feuer machen. Ich kann auch so hier hoch. Ich kann auch so hier hoch. Ja, doch, das geht sehr gut. So. Ja, wir sind gerade auf dem Weg nach Zutulin, der hier irgendwo sein soll. Dabei sind wir in einer relativ großen Höhle in den Hebra-Bergen. Und am Ende soll die Arche untersucht werden. Okay, jetzt muss ich hier ein bisschen Feuer machen. Oh, das ist schon fast kaputt. Ach komm. Das hält aber auch alles nix aus hier. So. Aber es war auch nur ein Ast. Also die Vorlage war jetzt auch nicht die optimalste. Ach, guck mal, wer hier ist. Das habe ich auch noch nicht gemacht mit den diese Mayo-Signen, aber wir wissen ja grob, wo wir hin müssen, um damit mit denen was zu anzufangen. Okay, so. Dann nutzen wir doch jetzt den letzten Brocken, den uns dieses Ding noch bietet. Okay, mehr ist hier aber nicht, ne? Gut. Dann war das hierfür. Ja, es ist ja in jeder Höhle ist ja so ein Viech. Ich habe schon damit gerechnet, dass wir hier auf eins treffen. Ich habe nur nicht gewusst, wann. So. Ich hoffe, ich habe jetzt ja nichts verpasst. Das ist jetzt natürlich schlecht. Jetzt habe ich keine Waffe mehr, die Steine kaputt machen kann. Dumm. Wo geht's überhaupt weiter? Hier, ne? Ja, hier hoch, okay. Ja gut, dann sollte jetzt einfach mal so bleiben. Juckt mich nicht weiter. Da oben ist Feuer. Dann ist hier auch Tulin. Nee, hier ist nicht Tulin. Ah, aber hier ist. Ja, okay, und Tulin ist noch weiter rein, ne? Sag doch, Gesane. Tulin, was stelle ich nur mit dir an? Lässt die Nahrung, die wir das Dorf gesammelt haben, einfach zurück und fliegst weg. Oh. Na, sowas, einer Hyliane hier. Und auch noch bei diesem schrecklichen Sturmwetter. Oh, ich verstehe. Warte, wir gehen immer weiter hoch und von ganz oben ist er vielleicht in den Sturm geflogen. Leider habt ihr beide euch knapp verpasst. Tulin und ich sollen hier nämlich nach Nahrung suchen, doch plötzlich flog vor dieser Höhle ein Schwarm Monster vorbei.
fliegende Untiere, genau wie jene, die in letzter Zeit mehr und mehr um das Dorf herum erscheinen. Ich wollte, dass wir sofort zurückfliegen und den anderen Bescheid sagen, aber Tulin hörte überhaupt nicht zu. Er meinte bloß, dass er ihnen gleich nachfliegt und ihr Nest finden wollte. Ja, eine Sekunde später war er weg. Alles klar, Tulin, alles klar. Wir kümmern uns drum. In die Nähe der einsamen Zeder. Ja, das ist die, wo wir schon mal waren. Ja, da waren wir schon mal. Aber damals war sie nicht so wichtig, die einsame Zeder. Okay, ich weiß, wo das ist. Oh, schön Frostforelle mitnehmen. Und immer gucken, ob man nicht irgendwas verpasst. Ja, und hier geht's jetzt nach oben. Nach oben raus. Jupp, wir sind wieder draußen. Okay. Gut. Ach, die sind... Habe ich jetzt Bock, mich mit denen anzulegen? Eigentlich nicht. Da oben ist die einsame Zeder, ne? Oder ist noch woanders eine einsame Zeder? Nee, das... Also, die ist halt schon sehr... sehr offensichtlich sichtbar. Jetzt würde mich nur interessieren, habe ich nicht was, womit ich sogar da in die Nähe hinkomme? Also, nein. Nein. Ja. Nee, habe ich gar nicht. Der Schrein war hier hinten. Okay. Ja, na, also das hier ist die einsame Zeder. Das ist diese Spitze da. Ja gut, dann müssen wir da hinkommen einfach wieder. Dann gehen wir halt hoch. Ach, guck. Lol. Da ist er mit seinem Schild wieder. Okay, ich würde dir gerne helfen. Aber ich habe hier keine Materialien. Ich habe so ein paar Steine hier. Ja, das war's. Also soll ich das mit den Steinen machen oder was? Wahrscheinlich muss ich es einfach nur beschweren, kann das sein? Dass es dadurch hält? So, like, hält das jetzt schon? Lass doch mal los. Ja, wunderbar. Easy. So, was hast du diesmal für mich? 20 Rubine. Essen. Scharfe Pilzreisbällchen, okay. Und ein Qualmerling, dankeschön. Gut, tschüss. Lol, was war das denn? Das scheint ja nicht lange zu halten als Synthese. Oh, da habe ich dir gerade eine glatte Idee. Ich dachte, es wird so eine Mast. Oh, falsch gedacht. Dann hätte ich nämlich den Ast mal gerade mit dem Ding hier verbunden, aber... Aber er wollte nicht. Na gut. Dann nicht, ne? Ja, komm. Wir gehen zum Baum hoch.
Ist ja nun nicht gerade der größte Eck, da hochzukommen. Wenn nicht plötzlich irgendwas Spielinternes eingebaut wurde, wodurch es schwieriger wird. Ich muss mich ja nicht mit den Gegnern hier anlegen. Die kann ich ja schön in Ruhe lassen. Ich kann ja immer den Weg des geringsten Widerstands gehen. Huch. So. Da sind wir doch schon gleich oben. Ja, easy. Und da ist er ja. Wie bestellt. Okay, was hast du getan? Blödes Monster. Ah, Link, was machst du denn hier? Naja. Ehrlich gesagt hat sich das verflixte Vieh meinen guten Bogen gekrallt. Natürlich. Da ist der Bogendieb. Ja, hol ich dir. Ich kann einen Windstoß in meine Blickrichtung schicken. In deine Blickrichtung. Wenn du mit deinem Parasegel auf diesem Wind reitest, sollst du bis zum Monster fliegen können. Gib mir einfach ein Zeichen, dann erzeuge ich den Windstoß sofort. Was Tulins Macht über den Wind. Sobald Tulin seine Aura entfaltet, kannst du einen Luftstrom entfesseln, der dich nach vorne befördert. Beim Einsatz des Parasegels kannst du so den Flug beschleunigen. Okay. Los geht's. Was? Ein guter Wind! Okay. Also jetzt habe ich den... Jetzt ist das... okay, hä? Der kommt... Ist das jetzt ein Begleiter oder was? Ich bin bereit! Ach du Schande. Das heißt, in die Richtung, in die ich zeige, macht jetzt Windstoß. Und das hat... Das hat sogar einen Cooldown. Huch, ne, mach doch deinen Wind. Hallo? Ich mach das schon, Link. Ach so. Ah, ich verstehe. Oh, und der kommt einfach hinterher. Okay. Ah, hat gut funktioniert. Ja, ich treffe super. Scheiße. Das war jetzt genau, was wir nicht wollten. Aber ich habe ja... Ich habe ja andere Möglichkeiten als Tulin. Aber okay, interessante Geschichte, I guess. So, Kollege. Mein Gott, ich kann halt nichts. Lol, der Pfeil fliegt immer noch. Nice. Nice Hit. Ja. Oh. Das lief ja klasse. Danke, Link, du hast mir riesig geholfen. Rasch mal schauen. Puh, alles noch dran. So ein Glück. Oh je. Ah. Da kommen noch mehr. Die können was erleben. Zweimal tricksen mich die blöden Flatterer nicht aus. Los, Link, die kaufen wir uns. Gegen uns beide haben die keine Chance. Muss ich jetzt mit Tulin kämpfen, oder kann ich mich auch einfach auf mich konzentrieren? Ja. Nein, ah, die habe ich eh ausgerüstet, ne? Okay. Hat gut funktioniert. Huh.
Weg! Ja, ich hasse das, wenn ich... Oha! Okay, Tulin. So. We did it. Aber ich hasse das, wenn ich immer nicht wegkomme und die schlagen mich. Wir haben es geschafft. Sieh mal, das hier könnte ihr Lager gewesen sein. Okay, was passiert jetzt? War das gerade der Wind? Nein, auf keinen Fall, das muss etwas anderes gewesen sein. Hey, Tulin und Link. Hä? Teba. Oder ist es Teba? Nee, keine Ahnung. Oh. Nee, ist nicht Teba. Gute Arbeit, ihr beiden. Was? Hast du uns beobachtet, Hertis? Oh, war ja wie peinlich. Ich habe nicht auf Gesane gehört, dass er versucht hat, mich aufzuhalten. Ich dachte, dass ich alleine klarkomme. Aber dann hat das Vieh mit meinen Bogen weggenommen. Ich habe mich für groß genug gehalten, aber allein hätte ich den Bogen nie wieder zurückbekommen. Hm. Verstehst du jetzt, warum wir dich wie ein kleines Küken behandelt haben? Ja. Es ist wirklich wichtig, mit seinen Gefährten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass ich jetzt endlich verstanden habe, was Papa mir immer sagen wollte. Was ist da eigentlich passiert? Steht dir gar nicht ähnlich, sieht dir gar nicht ähnlich, dir deinen Bogen abnehmen zu lassen. Das war wegen Prinzessin Zelda. Ich habe Prinzessin Zelda gesehen. Ein Monster hat sie angegriffen. Als ich ihr helfen wollte, flog sie hoch durch diese Wolke. Ja, wir wissen schon, dass das nicht die echte ist. Also ich gehe stark davon aus. Das hat mich abgelenkt und schon war mein Bogen weg. Was, Prinzessin Zelda ist über dieser Wolke? Wie kann das sein? Schwer zu glauben, aber wenn wir hier nur herumsitzen, werden wir das nie ergründen. Tulin, Link ist doch auf der Suche nach Prinzessin Zelda. Untersuch mit ihm die Wolke, in der die Prinzessin verschwunden sein soll. Was? Ich dachte, ich darf nicht. Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich einen Bericht erhalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Schneesturm doch in der Wolke seinen Ursprung hat. Ja, let's go. Rein da. Ich wollte ihr Inneres gleich untersuchen, aber starke Winde machen es unmöglich, sie von der Seite zu erreichen. Der einzige Zugang ist von oben, aber... Kein Orni hat, kann diesen stürmischen Himmel durchqueren und durch hingelangen. Entschuldigung. Mit einer Ausnahme. Ich glaube, dass du es schaffen kannst, Tulin. Mit deiner Kraft und der Fähigkeit, Windstöße entstehen zu lassen. Tulin wird der beste Krieger der Orni werden, wenn er versteht, wie wertvoll Verbündete sind. Das sagt dein Vater Teba immer. Papa hat das gesagt? Ich werde Teba Bericht erstatten. Begleite du, Link, auf der Suche nach Prinzessin Zelda und dem Ursprung dieses Schneesturms. In Ordnung, ich werde mit Link zusammenarbeiten. Link, ich habe Prinzessin Zelda auf den schwimmenden Inseln beim Hebram-Gipfel gesehen. Dort sollten wir zuerst hingehen. Link, Tulin, wir zählen auf euch. Okay. Also, bleibt ihr jetzt bei mir oder was? Ne, es scheint fast so, als ob der jetzt bei mir bleibt. Okay. Und wenn ich mich jetzt wegporte, ist er dann immer noch bei mir? Na gut. Dann gehen wir halt weiter auf die Spitze. Zu den schwebenden Inseln. Und dann von da aus... Ja, ich sehe... Ja, okay. Doch, man sieht den Weg schon ziemlich... Ja, okay. Man sieht den Weg schon ziemlich deutlich. Aber kann ich jetzt nicht einfach sagen, ich gehe hier hin, fliege hier hoch und lande dann wieder da drüben? So? Portet er sich jetzt mit? Bleibt er jetzt bei mir? Bin ich jetzt Babysitter? Was passiert hier?
Nee. Hä, doch! What the fuck? Wie wird man den wieder los? Wenn man das wollen würde? Der ist jetzt einfach da. Der ist jetzt einfach da, oder was? Okay. Also ich... Ich bin bereit! Ich kann jetzt jederzeit so einen Windstoß mir erzeugen. In eine Richtung zumindest. Ich meine, ist auch interessant. So grundsätzlich. Ne? So verkehrt ist es nicht. Ich bin halt nur ein bisschen irritiert. Da war gar nichts drin. Sag mal, was ist das denn? Scam. Na gut, ich hatte ja was anderes vor. Ich wollte ja hier mit hoch. Ich wollte ja einfach darüber fliegen am schnellsten. So. Dann kommen wir nämlich von hier am ehesten, am schnellsten dahin. Genau, hier sollten wir ja starten. Hier sollten wir ja starten. Dann tun wir das doch auch. Er ist jetzt einfach da, oder was? Ich bin ein bisschen verwirrt. Weil man musste doch auch irgendwie wieder loswerden können, wenn man den, also, ne? Der wird jetzt ja wohl kaum bis zum Ende des Spiels hier bleiben. Aber ich habe halt, also ich sehe nicht, wie ich den loswerde. Ich habe keine Fähigkeit, die sagt hier Begleiter, tschüss. Ne, habe ich nicht. Hier geht auch nichts. So, ich, wie gesagt, stört mich nicht, aber mich wundert es halt, dass das Spiel einem nicht sagt, hey, ist sowas wieder los. Aber gut, mir kann es egal sein. Ich will da hoch. Geht doch. So. Hello. Wenn man bloß erforschen könnte, was im Inneren dieses gewaltigen Schneesturms steckt. Ha? Oh. Na, so war's, der kleine Tulin. Ich war so in Gedanken verloren, dass ich dich gar nicht bemerkt habe. Aber Moment, wenn du hier bist, dann hieße das ja. Oh. Und ob, ich darf hoch. Hat man mir erlaubt. Oh. Wusste ich's doch gleich. Du bist genau der Richtige für den Einsatz. Gar kein Zweifel möglich. Alle sind ganz gebannt von deiner tollen Technik, mit der du Windstöße erzeugst. Ah. Oh. Du bist womöglich der einzige Orni, der es durch die Wolken schafft und die Wahrheit hinter dem Sturm finden kann. Gib dein Bestes und wir wünschen dir Glück. Aha. Link und ich, wir kriegen das hin, versprochen. Okay, also das heißt, ich muss jetzt... Ach so, ja, ich verstehe schon. Alles klar. Sonst kommt man da wahrscheinlich auch gar nicht vernünftig rüber. Ah, I see, I see. Die gehen nicht kaputt. Aber die brauche ich wahrscheinlich, um höher zu kommen.
So, Tulin. Tulin. Guter Wind. Oh, Quatsch, steht's jedes Mal, wenn ich hier... Okay. Ich verstehe so grob, was abgeht. Gut, dann können wir jetzt ja nach oben uns begeben. Zack. Ja, das sollte noch eine Stufe höher gehen. Zack. Ja, das geht noch eine ganze Stufe höher. Okay, sehr gut. Jawohl. Ab dafür. Zack. Oh, und wenn wir da drüben sind, dann geht's durch den ab nach oben. Hui. Das wird cool. Okay. So, ist jetzt noch über mir irgendwas? Ja, über mir ist immer noch was. Zack. Jetzt kann ich nur hoffen, dass es nicht von hier aus plötzlich zu kalt irgendwann wird. Und ich nochmal zurück muss, weil meine Kleidung nicht funktioniert. Das wäre bitter. Ja, jetzt muss ich darüber. Okay. Das geht auch ohne Tulin sehr gut. Und jetzt geht's hier hoch, wie ich es gewünscht hatte. Abflug. Bam. Jetzt gibt's einen langen Weg nach oben. Einen sehr langen Weg nach oben. Da ist ein Schrein. Chillig. Den löst doch gleich mal aus. Dann haben wir nämlich auch unser viertes Ding. Die spannende Frage wäre jetzt, ist hier irgendwo ein Krog? Ein Krog im Busch. Hi! Link! Ich habe Prinzessin Zelda hier irgendwo gesehen. Aber jetzt ist sie weg. Hä? Huh? Was kann das sein? Ja, das ist so ein Boot, von dem wir hier 3 Millionen Stück rumfliegen sehen. Ah, wir sind schon ziemlich weit oben jetzt. Ich wollte noch nach Crocs gucken. Warte kurz, Tulin. Ich muss mal einmal hier hochklettern. Hier ist nix. Hier ist auch nichts. Schade. Okay, wir kommen direkt zu dem Boot. Hey, warte. Sieh dir das an. Das ist ein Schiff. Ja, echt. Oh, da ist wieder dieses grüne Ding. Hä? Zu mir. Zu mir. Komm. Komm zu mir. Komm. Hä, ist das Rivalis Stimme? Ist das Rivalis Stimme? Sieh mal da oben in der Wolke. Ja, da ist die Arche. So riesig, ist das etwa ein Schiff? Das sind auch jede Menge dieser kleinen Boote. Das ist ja wie... Mit vereinter Kraft werden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Dieses Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte in Glück. Das Lied von der Himmelsarche. Das ist wie ein Kinderlied. Du hast die seltsame Stimme auch gehört, nicht wahr, Link?
Sie hat kaum zu mir gesagt, ich bin ganz sicher. Als würde sie uns nach oben rufen. Hier scheint es jedenfalls keine Hinweise zu geben, wo Prinzessin Zelda stecken könnte. Vielleicht hat sie sich auf den Weg hoch zu diesem Schiff gemacht. Wie dem auch sei, auf nach oben. Ja, wollte ich ja. Du musstest ja erst wieder mit mir quatschen. So. Okay. So funktioniert dieses Ding. Alles klar, Boot, alles klar. Sehr schön. Das ist jedenfalls, was wir wollen. Sehr gut, rein da. Springender Punkt. Okay, hier ist er jetzt nicht dabei. Okay. Da bleibt er draußen. Das war schon ein schwieriges Rätsel jetzt. Krieg ich den wieder? Yes. Okay. Der Schrein beschäftigt sich schon mal mit diesem Booten. Lol. Gut, ich glaube, das Loot kriege ich nicht. Alles klar. Ja, Halleluja. Oben sehen, was ist Ziel? Die Frage ist halt immer, gibt es irgendwo eine Truhe, ne? Ich weiß jetzt halt nicht, ob es auf den Boden selber irgendwas geben kann. Aber das sieht nicht so aus. Nee, okay. Oh je, ja, wir treffen es. So weit, so gut. Moment. Nee, doch nicht. Mist, ich dachte, da ist eine Truhe. Ah, scheiße, wie komme ich jetzt da hoch? Das war nicht, was ich wollte. Och, nö. Och, nö. Och, nö. Das war knapp. Oh, das ist noch zu.
Ah. Und abwärts. Nice. Ich calle hier auf der Ebene ist eine Truhe. Schade. Ja, aber hier ist zu Ende. Hier ist zu Ende, das ist nicht gut. Dann habe ich die Truhe verpasst. Wo ist hier eine Truhe, verdammt? Bleibt doch eigentlich gar nicht viel übrig für eine Truhe. Es bleibt doch eigentlich gar nicht viel Möglichkeit für eine Truhe. Ich raff das nicht. Ich raff es nicht. Wo soll denn hier eine Truhe sein? Ja, keine Ahnung. Ich hatte eine Vermutung, aber die war es leider nicht. Dann halt nicht. Wird jetzt schon nicht die wichtigste Truhe hier im Spiel sein, die ich gerade verpasse. Hier ist... Nee, das ist eine Leiter. Ha. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist jetzt auch egal. Hauptsache geschafft. Yay! Und wir könnten wieder ein Upgrade holen. So. Ja, aber der Schrein ist nicht abgehakt, also da gibt es noch mehr Stuff. Okay, jetzt machen wir erstmal hier das Eis kaputt. Da ist eine Truhe. Nicht die, die ich gesucht habe, aber hey. Immer eine Truhe. So. Ja, jetzt brauche ich wieder Tulin. Was ist da unten? Oh, hier sind so viele Einzelinseln. Ich hoffe nicht, dass da irgendwas drauf versteckt ist, weil das könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen. So. Sehr schön. Ja, das war dann der Teil hier.
So. Und ab nach oben. Hui. Oha. Okay, das ist noch ein ganz schön weiter Weg, um da hochzukommen. Aber den kann man sicherlich auch wieder abkürzen, wenn man das möchte. Scheiße. Nice. Da-di-da-di-dam. Okay. Ah, warte, ich verstehe. Zack. Ich verstehe nicht, was ich mit den Blöcken da soll. Die erscheinen jetzt auch nicht so. Okay, das ist zu hoch. Da sind auch solche Blöcke. Ja, aber ich meine. Ne? Ist ja jetzt nicht. Oh, warte, ich kann hier verknüpfen. Eiszapfen. Das hat so einen Eiseffekt dann auch, okay. Also egal wie man das verknüpft, das hat dann immer so einen okay, Elementareffekt, wenn es so ein Elementarding ist. Sehr interessant. Abflug. Oh. Tschüss. Hier ist Sonau-Stuff. Oh, da ist auch einer zum Quatschen. Ja, let's go. Ach nee, einer zum Quatschen. Ist einfach eine Truhe. Reisekochtopf. Ja, ich habe die Dinger schon richtig viel genutzt, auf jeden Fall. So, okay, da drüben will ich rein. Sehr gut. Weil von hier aus können wir jetzt nämlich den richtigen Weg nach oben antreten. Bam! Jetzt geht's richtig weit hoch wieder. Zack. Sehr schön. Okay, das ist schon noch. Ja, doch, das ist schon noch ein bisschen Weg. Ein bisschen Weg ist es schon noch. Okay, jetzt brauche ich Tolin wieder. Hallo. Aber es hält schon auch nur sehr kurz, dieses Ding, ne? Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Flammenkeule könnten wir hier mitnehmen.
Okay, das wäre so ein Boot. Ah, ich verstehe, okay. Ja, dann. Let's go. Bruch. Hui. Und wir kommen hier weiter rüber. Was ist da unten denn alles am Go? Was ist denn da unten für ein... Da ist ein größeres Viech. Was ist das denn? Okay, das ist auch interessant. Also das hier oben ist auf jeden Fall zum Zerstören. Warte. Nein. Ah, ich habe gerade nichts mit dem Stein. Nein, wollte ich... Oh mein Gott. Ich will doch meine Waffe nicht werfen. Genau das wollte ich werfen. So, dann ist sie nämlich offen. Da drüben wollen wir rein wahrscheinlich. Könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt will ich aber jetzt wissen, was da unten für ein großes Ding ist. Ist das so ein Alpha-Konstrukt-Ding? Okay, let's go. Let's go. Ja, ich glaube, das ist genau so ein Alpha-Konstrukt-Ding. Ja. Ach, da unten ist er. Ups. Da unten ist er. Okay, nein. Das hat alles funktioniert. Oh, shit. Okay, let's go. Aber warum habe ich jetzt die Waffe? Das ist nicht die Waffe, die ich wollte. Die da. Scheiße. Okay, das nächste Mal. Nächstes. Oh! Der hat seine Truhe schon fallen lassen. Oh lol, der hat eine Karte. Geil. Wo? Okay, das ist auch nicht in der Nähe, wo ich schon mal war. Das dauert noch, bis wir da hinkommen. Aber ist nicht weiter schlimm. Nice. Sehr nice. So sieht's aus. Easy. Okay, kann ich da irgendwas von fotografieren? Nee, kann ich nicht, ne? Okay. Zeitbombe. Über einen Timer gesteuerte Explosion dieses Sonobauteils kann andere Sonobauteile aktivieren. Oha. Rakete. Shish. So, und das Ding kann ich jetzt wieder verknüpfen, theoretisch, ne? Mit irgendeiner Waffe. Ah, hier. Ach nee, da ist ja jetzt ein Eiszapfen Zweihänder geworden. Aber ich kann halt, könnte mich halt von irgendeinem trennen, theoretisch. Komm, ich entferne mal die Batterie. Die Batterie ist ja eh einfach nur so ein Gegenstand, den man gefunden hat. Das kann man ja mal abmachen. Tut ja nicht weiter weh. Und dann können wir das Schwert mit dem Ding verknüpfen. Das müsste ja nochmal deutlich stärker dann werden.
wenn mich nicht alles täuscht. Jawollo! Sehr schön. Okay. Wie lange spielen wir schon? Ist das eine 50? Ist das eine 50? Ah, shit. Schon wieder fast eine Stundenfolge. Okay, dann schließen wir hier ab. Ich nehme eine Folge noch auf, dann muss ich mit der Session aufhören. Danke fürs Zuschauen und tschüss.